Der Weltbildskandal hat letzte Woche ziemlich die Gemüter bewegt und ich habe mal nachgefragt, ob ihr vielleicht Interesse an einem Video mit mehr Fakten zum Thema habt. Das hattet ihr und deswegen kommt jetzt das Video. Fangen wir also gleich an. Was ist passiert? Am 12.06. dieses Jahr, also letzte Woche, kam raus, dass Weltbild dem Verlag Icon Empire Press gekündigt hat. Ein Verlag, der sich auf schwule Liebesgeschichten konzentriert. Und die Bücher werden jetzt komplett aus dem Sortiment genommen. Laut Weltbild eine rein wirtschaftliche Entscheidung, weil die Bücher sich einfach nicht gut verkauften. Aber an den Verlag selber haben sie eine etwas andere Meldung geschrieben. Und zwar stand dort in der E-Mail, dass Weltbild als katholischer Verlag sich eher an traditionellen Werten orientiert. Traditionelle Werte. Schauen wir doch einfach mal in die Vergangenheit, was dann noch so bei Weltbild passiert ist. Im Juli 2012, also ziemlich genau vor einem Jahr, haben sie nämlich schon mal Bücher aus dem Sortiment genommen. Und zwar war das vor allem das Buch Make Love. Ein sachliches Aufklärungsbuch für Jugendliche zum Thema Liebe und Sexualität. Und wer hätte es gedacht, in dem Buch gibt es auch einen Abschnitt über Homosexualität und Transsexualität. Die Begründung, warum dieses Buch aus dem Sortiment fliegt, ist ganz einfach gewesen von Weltbild, dass Kinder und Jugendliche negativ beeinträchtigt werden könnten. Hä? Es ist doch ein Aufklärungsbuch. Außerdem hat Weltbild im Jahr 2011 schon Bücher des schwulen Autors Jürgen Friedmann aus dem Sortiment entfernt. Insbesondere sein letztes Buch des Müllers Lust, in dem es auch um eine schwule Liebesgeschichte geht. Und hier war die einfache Begründung, dass das Buch zu viele pornografische und anstößige Inhalte beinhalten würde. Merkwürdig nur, dass die absolut eindeutigen Erotikromane und die sogar BDSM enthalten, wie zum Beispiel Shades of Grey und Crossfire, noch immer erhältlich sind bei Weltbild. Die drei Vorkommnisse, die so in den letzten 3 Jahren bei Weltbild publik geworden sind, sind also relativ eindeutig. Es gibt immer irgendwelche zunächst plausibel erscheinenden Argumente, aber letztendlich handelt es sich immer um homosexuelle Literatur, die aus dem Programm geschmissen wird. Gut, es ist kein Geheimnis, dass Weltbild der katholischen Kirche gehört, obwohl ich sagen muss, dass ich es auch das erste Mal letztes Jahr gehört habe und bis dahin war mir das gar nicht so bewusst. Aber gut, es gehört nun mal der katholischen Kirche und natürlich befasst man sich dort eher mit traditionellen Werten. So ganz überraschend sind diese etwas verqueren Handlungsweisen und das leicht mittelalterliche Weltbild von Weltbild. Wortwitz. Also nicht. Das ändert meiner Meinung nach aber irgendwie nichts an der Tatsache, dass das gar nicht geht. Wir sind im 21. Jahrhundert und noch dazu ist Weltbild das zweitgrößte deutsche Unternehmen im Buchhandel. Und was sie dort betreiben, ist meiner Meinung nach schon hart an der Grenze von Zensur. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob diese 3 Fälle wirklich die einzigen bleiben werden und gehe eigentlich davon aus, dass wir in den nächsten Jahren noch einiges zu hören bekommen. Aber natürlich soll und muss sich jeder selber seine Meinung bilden. Ich für meinen Teil habe jedenfalls beschlossen, dass ich dieses Unternehmen nicht mehr unterstützen möchte und fortan keine Bücher mehr dort kaufen werde. Übrigens, falls ihr es nicht wisst, Hugendrubel und Jokers gehören auch Weltbild, also die hängen damit drin. Und ich denke, dass wir Leser, die ein offenes, faires und gleichberechtigtes Weltbild schon wieder, yay, vertreten, eigentlich die Macht hier in der Hand haben und wir selber entscheiden müssen, was für Unternehmen wir in der Zukunft unterstützen und stützen wollen. Und ja, deswegen würde ich gerne mal wissen, was eure Meinung zum Thema ist. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. Eine kleine Diskussion wäre bestimmt nicht schlecht. Und ihr dürft mir auch gerne Videoantworten schicken, die ich dann hier unter dem Video natürlich auch anzeigen werde. Und ja, so viel zu dem Weltbildskandal. Ich dachte mir, ich mache auch noch mal ein paar fröhlichere Themen heute in dem Vlog. Und deswegen gibt es noch ein bisschen News hinten dran. Aber das Wichtigste war jetzt erstmal das Weltbild-Thema, also schreibt euch die Finger wund, ich möchte gerne wissen, was eure Meinung ist. Erstmal hätten wir da, mein Blog war ein paar Tage offline, weil es da einen Angriff von irgendeinem Hacker, fragt mich nicht, gab. Jetzt ist er wieder da, ich freue mich also, wenn ihr vorbeischaut und noch dazu habe ich ein bisschen dran rumgebastelt. Es gibt jetzt eine Neuerung und zwar immer, wenn ich ein Buch lese, werde ich live beim Lesen, wenn mir etwas auffällt, dazu tweeten und ich habe mir extra einen Twitter-Account dafür zugelegt, in dem ich nur über die Bücher spreche und das könnt ihr auch auf der Blogseite rechts in der Spalte mitverfolgen. Dann seht ihr also immer, was ich gerade lese und was ich davon halte. Außerdem möchte ich noch auf eine wunderbare Aktion aufmerksam machen, die It's Paper Thin mit ihrem Blog und in Zusammenarbeit mit der Meyerschen Buchhandlung ins Leben gerufen hat. Das ist eine Aktion zum neuen Buch von Kerstin Gier, das demnächst erscheinen wird, Silber. Der erste Teil einer Jugendbuchtrilogie und
Am 21. bzw. in der Nacht vom 21. auf den 22. gibt es eine total tolle Aktion in Dormagen in der Filiale der Meierschen. Dort können begeisterte Leser, Leute, die sich auf dieses Buch freuen, hingehen und das Buch tatsächlich schon lesen. Das Ganze wird um Mitternacht anfangen. Das heißt, man wird später auch in der Buchhandlung eingeschlossen und das ist dann ganz alleine mit diesem Buch und anderen Leseratten dort, um schon mal zu lesen. Yay, eine Buchnerd-Party! Don't forget! BYOB. Es wird wohl auch live übertragen, wo genau steht noch nicht fest, aber ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Und wenn ihr euch auch bewerben wollt für einen der 30 Plätze, dass ihr da mitmachen könnt beim Lesen, dann könnt ihr auch unten in die Videobeschreibung gucken, da habe ich den Link zu der Aktion und natürlich auch den Link zum Blog von It's Paper Thin, auf den ihr gerne mal vorbeischauen könnt, weil sie hat einen sehr schönen Buchblog. Ich freue mich jedenfalls schon wahnsinnig auf diese ganze Veranstaltung. Ich werde dann auch endlich mal ein paar Leute treffen. Zum Beispiel Brösel von Brösels Bücherregal. Einen Gruß an Sie an dieser Stelle und natürlich auch der Link zu Ihrem Kanal unten in der Beschreibung. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja im Livestream. Ansonsten wird es garantiert auch noch ein Video von mir dazu geben. Und das war's für heute. Ich sag mal, wir sehen uns am Sonntag wieder. Habt eine wunderschöne Woche. Das Wetter soll ja einigermaßen werden. Also genießt es und bis dann. Ciao!